Sag mal, bist du bescheuert? Was willst du denn hier? Ich hab nie gesagt. Du, das ist die Fundgrube. Die alte Salein, die ist schon ganz klapprig. Die Schwester ist verreist. Die Bude, die knackt vor kostbaren Dingen. Du, ich sag da, da tropft der da Zahn. Also noch mal ganz langsam und zum Mitschreiben. Wir machen Pause. Sei doch kein Frosch. Ist doch die Gelegenheit, Hab's da für dich immer. Na, wenn du was für mich machen willst, ja, dann lässt du die Finger davon. Ich will, dass du zu mir zurückkommst. Sag mal, bist du gegen den Bus gelaufen, ne? Geht nicht in deinen Kopf? Ich komm bloß zu dir zurück, wenn du auf mich hörst. Ich tu was für dich und du kränkst mich. Na, nu wird's gemütlich. Nächstens bringst du deine Weiber noch in die Backstube, ja? Ja. Hier wird gearbeitet! Schick deine Flamme nach Hause, schmeiß den Teig raus, wiegen ab! Du, wer war denn der Eierkopf? Das war mein Vater. Was? Du, den lässt dir bieten von dem Knacker? Der nennt mich Flamme. Dem würde ich aber Bescheid stoßen. Also bitte, halt dich da raus, ja? Und verzieh dich, du siehst ja, ich hab wirklich keine Zeit. Du hast wohl Angst vor deinem Alten. Die große Nummer, jeder Westgang hat Schiss vom Teigpanscher. Also nun halt aber die Luft an. Lass die Finger davon. Wir reden noch mal drüber. Ich bitte dich. Du bittest? Sind ja ganz neue Töne, Herr Gangsterchef. Entschuldigung. Hören Sie, Fräulein, ich will Sie ja nicht kränken, aber mein Hof gefällt mir besser, wenn Sie nicht mehr drauf sind. Mein Sohn hat zu arbeiten. Ist ja gut. Halt ja an Rand. Oller Sackmensch. Dir kann man drehen. Mensch, sag mal. Hast du mich erschreckt? Hey, wie bist du hier reingekommen? Wie du reingekommen bist, will ich wissen. Dein Schloss kriegt man da mit einer Narbe feil auf. Komm, 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 hau ab, verschwinde. Ich kann heute keinen sehen. Du sollst verschwinden, Mensch. Bist du taub? Wollt ihr mich alle fertig machen, ja? Willst du denn? Du hast mal ja noch an der Nase rumgeführt. Komm, hör auf. Hab jetzt keinen Sinn für eine Quartalsinventur.